Josef, bist du das Kraftpaket? Ja, Alina, weißt, ich habe schon sehr viel Kraft. Aber die eigentliche Kraft, die ist in dem Mais drin. Das ist eine Nahrung für uns Menschen und für die Tiere. Und man kann sogar Energie daraus gewinnen. Jetzt passen wir auf. Mais ist eine der vielfältigsten Kulturpflanzen, die in Deutschland angebaut werden. Als Silomais dient er beispielsweise als Nahrungsquelle für Milchkühe und andere Rinder. Zudem liefert ein Hektar Mais bei der Biogasgewinnung knapp 16.000 Kilowattstunden Strom. Genug, um damit 5 Haushalte mit je 2 bis 3 Personen ein Jahr lang vollständig zu versorgen. Sowie Wärme, welche rund 3.000 Liter Heizöl ersetzt. Als Nahrungsmittel spielt Mais nicht nur als Popcorn eine Rolle. Ein Maisacker in der Größe eines Fußballfeldes produziert übrigens 17 Tonnen Sauerstoff. So viel wie 50 bis 60 Menschen in einem Jahr einatmen. Mais ist darüber hinaus eine gesunde Pflanze und braucht sehr wenig Pflanzenschutz. Bei der Düngung nutzt Mais besonders effizient den Stickstoff aus organischen Düngern. So lassen sich etwa 60% Mineraldünger einsparen. Für viele Nützlinge dient der Mais als sogenannte grüne Brücke. Wenn das Getreide im Sommer abgeerntet ist, wandern Insekten, Milben und Spinnen in die Maisfelder über. Auch unsere Wälder sind ein wichtiger Lebensraum und zugleich nützliche Energie- und Rohstofflieferanten. Die Bäume in Bayern wandeln pro Sekunde 1 Tonne CO2 in 1 Kubikmeter Holz um. So herrscht nicht nur frische Luft im Wald selbst, sondern es wird auch das Klima geschützt. Die Bewirtschaftung der Wälder steigert den nachhaltigen Effekt. Denn das gewonnene Holz ersetzt energieintensiv hergestellte Produkte und fossile Brennstoffe, wie beispielsweise Heizöl. Darüber hinaus dient der Rohstoff Holz nicht nur als Energielieferant, sondern als Basis für Häuser, Möbel und Böden. Allein ein Dachstuhl aus Holz für ein Einfamilienhaus macht rund 8,4 Tonnen CO2 unschädlich, eine Menge, die ein modernes Familienauto auf 60.000 gefahrenen Kilometern ausstößt. Bewirtschafteter Wald und seine Bäume sind somit nicht nur ökologisch wichtiger Lebensraum, sondern haben für uns Menschen auch einen großen Nutzen und steigern damit unsere Lebensqualität. Landwirtschaft von heute. Für morgen.